Von dem Mann, dem unsere nächsten 5 Minuten gewidmet sind, sagte der berühmte Dirigent und Komponist Leonard Bernstein einmal, dieser Magier von Melodie und Rhythmus prägte einen Sound wie Sphärenklang, den ich für ebenso genial halte wie die Erfindung der Schallplatte. Und ich wage zu behaupten, dass es kaum einen Sammler von Schallplatten der Unterhaltungsmusik bei uns gibt, der nicht mindestens eine Platte mit diesem Sound hier besitzt. Hören Sie mal zu. Ja, Sie haben natürlich längst erraten, von wem die Rede ist, von Ray Conniff. Und er hatte gestern Abend für Ursula Fiedler genau 29 Minuten und 55 Sekunden Zeit. Beg your pardon. Einen Augenblick, Mr. Ray Conniff. Darf ich Sie um ein kurzes Interview bitten? Ja. Would you take a seat, please? Die Zuschauer kennen Sie schon von der Sendung Vergissmeinnicht, wo Sie Gast waren. Und wir wissen, dass Sie sehr gut Deutsch sprechen. Können wir unser Gespräch in Deutsch führen? Entschuldige mich, aber ich habe nur 5 Wochen in der Berlitz-Schule Deutsch gelernt und... So, ich kann sprechen ein bisschen, aber ich habe... So, we will combine German and English. Oh, danke. Machen wir Englisch-Deutsch, ja. Sie sind der Erste gewesen, der Chor und Orchester kombiniert hat. Wann war das? Der erste Mal, dass ich habe das Brauchen, ist das gemacht. Richtig? Gemacht. Ja. Ich denke, in 1955. Und ich habe eine Idee, dass wir haben die Sängen und die Musik zusammen und... Und sie singen ba 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 ba. Ich möchte, ich könnte Sie begleiten. I would like to accompany you with singing, but I can't. So I must go on with my questions. Okay. Was denken Sie über die Beatles? What about the Beatles? What about the Beatles? Ich wünsche, dass ich die Haare haben, dass sie haben gehabt. Ich habe kein Haar. Aber das ist alles? Nein, Sie haben ein paar gute Lieder geschrieben. Geschrieben, danke. Ja. Dürfen Sie noch etwas wissen über den Privatmann Ray Conniff? Can you say something about the private man Ray Conniff? Oh, ich bin ein sehr ruhig Mann. Ich lebe nach Santa Monica in einem Wohnung und wenn ich meine Platten, ich schreibe 3 Platten jeden Jahr. Jedes Jahr. Und wenn ich diesen Platten fertig gehe, ich nach Hawaii und ein Bemüsen machen. Ferien, Holiday. Ja, danke. Ja. Und was sind Ihre Hobbys? What about your hobbies? Oh, Golf. Ich spiele Golf. Und ja. Jetzt bin ich sehr interessiert. Ja. Interessiert. Yes, in Sprache. Ich habe in der Village School enrolled. Ja, eingeschrieben. Eingeschrieben für Deutsch und Französisch und Spanisch. Mit sehr viel Erfolg. Da gibt es eine Geschichte mit einem Hut. Ja, für drei Tage in der Village School habe ich wie einen Hut zu kaufen gelernt. Das ja, ist richtig. Doch. Etwa drei Stunden jeden Tag. Drei Stunden jeden Tag haben Sie gelernt, einen Hut zu kaufen? $25 jeden Tag. Das ist $75 zu lernen, einen Hut zu kaufen. Aber ich trage keinen Hut. Dass Sie das gar nicht gebrauchen können. Ich habe das vergessen. Glauben Sie, dass Ihre Musik der Mode unterworfen ist? Do you believe that your music, the famous Ray Conniff sound, is dependent on fashion, that perhaps someday it's fading away or no more popular? Ich weiß nicht. I don't know.
Zurzeit sieht es ja nicht so aus. Sie produzieren viele neue Platten. Und für alle Pläne sehr viel Glück. Oh, danke schön. Und ich freue mich, Sie kennenzulernen.
These recordings are always something special. He's always so smooth and easy to listen to. Really great arrangements. And now Ray Conniff announces his newest and best record collection yet. 20 of today's greatest hits, all in the inimitable Conniff style. 20 hits like Candyman. Close to you. Why do birds suddenly appear every time you are near? Song Sung Blue. Song Sung Blue. Everybody knows one. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Yes, 20 great songs. The smoothest music this side of your stereo. All performed by the Ray Conniff Chorus and Orchestra, and all at the bargain price of just $5.98. But that's not all. You also get another special collection with 10 more Ray Conniff hits like I Believe in Music. Bridge Over Troubled Water. And more. So altogether, you get 30 of today's greatest hits arranged and recorded by Ray Conniff. Three big stereo records for the sensational price of only $5.98. Also on 8-track cartridges for $9.98. All by Columbia House. Now here's how to order. It's lonely out tonight. And now, getting back to more music in our show, let's turn to Mr. Ray Conniff, a longtime favorite of AFN's. Mr. Ray Conniff and the Singers. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another song? Y ahora, señoras y señores, vamos a tener el gusto de recibir por primera vez en un escenario español al hombre que también con su música, con sus arreglos, con su buen gusto, con su orquesta y sus coros, fue capaz hace muchos años ya de traspasar también todas las fronteras. El embajador de la música ligera en el mundo, Ray Conniff.